Hallo Vinyl Community, hallo Musikfreunde. Heute mein 100. Video. Ein Neuzugangsvideo wieder. Die Neuzugänge 12, 23. Es sind noch einige Platten gestern und heute ins Haus gekommen. Und ich dachte, da mache ich gleich mein Neuzugangsvideo. Das letzte für dieses Jahr. Und fangen wir gleich mit der ersten Platte an, die gestern zu mir nach Hause kam. Eine neue Scheibe für mich von Sweet. Erschien am Black Friday, am Record Store Day. Ich bekam sie an dem Tag nicht und HHV hatte sie kurz darauf im Angebot. Hat mich mit Versand um die 40 Euro gekostet. Das war es mir wert. Das Album Level Headed hier als alternative Version mit alternativen Mixen und Demos. Zum Beispiel Dream On ohne Streicher, Love is Like Oxygen, gesungen von Andy Scott und nicht von Brian Connolly, oder Lady of the Lake als Instrumentalversion. Interessant. Werde ich mir auf alle Fälle morgen anhören. Erschien, limitiert auf 2500 Stück, auf blauem Vinyl. Schönes, durchscheinendes, blaues Vinyl, passend zur blauen Hülle. Die Platte kam gestern, da habe ich mich riesig drüber gefreut. Dann kam heute die neue Schallplatte von Susi Quattro. Face to Face. Eine Duettplatte. Mit einem wunderschönen Gatefold, mit wunderschönen Fotos, wie ich finde. Mit der guten Katie Tonstall, falls ich es richtig ausgesprochen haben sollte. 10 neue Songs. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Eine gelbe bedruckte Innenhülle. Und das Ganze kam heraus auf dem Sun Label, dem legendären Sun Label. Sehr schön. Werde ich mir morgen anhören. 10 neue Songs von Susi Quattro im Duett mit Katie Tonstall. Dann, ich muss ihn leider nochmal erwähnen, der Matze von Vinyl Addict hat mich ja so ein bisschen wieder zurückgeholt auf die Magnum-Schiene. Ich habe ja einige Alben von Magnum. Die waren bei mir etwas in Vergessenheit geraten im Plattenregal. Und jetzt habe ich mir die nächste Platte geholt. Eine Live-Scheibe von 1980. Marauder. Auf dieser Platte feiern die guten Herren von Magnum die ersten beiden Studioalben ab mit Live-Versionen. Gefallen mir sehr gut. Fast sogar besser als die Studio-Version. Kraftvoller und wirklich sehr gut interpretiert. Ein sehr gutes Live-Album. Marauder von Magnum von 1980. Und natürlich auf dem Jet-Label erschienen. Des Weiteren kam auch heute ein Paket, hatte ich mir einige CDs bestellt von Magnum, wo die Schallplatten extrem teuer sind und da reichen mir die CDs dann doch erstmal. Erste ist dieses Die 11. Stunde, The 11th Hour von 1983. Wieder mit einer Magnum-typischen Illustration. Sehr schön, wie ich finde. Dann eine etwas neuere Scheibe, Brand New Morning von 2004. Spielt leider etwas. Kenne ich noch nicht, werde ich mich auch reinhören dann morgen. Und die nächste ist Sacred Blood, Divine Lies von 2016. Noch etwas neuer, auch wieder sehr schön grafisch umgesetzt, die ganze Geschichte. Magnum typisch halt. Gefällt mir sehr gut. Die kosteten alle 3 Euro Stück. Und diese 3 CD-Box hier kostete auch nur 3 Euro. Und die musste ich einfach mitnehmen, wo es eine Compilation ist. Long Days and Black Nights.
Heißt das gute Stück? The Alternative Anthology. Hier sind alle Songs bis 2000, also alle Alben bis 2005 enthalten mit Songausschnitten, teilweise Demos und alternative Versionen. Habe ich halt nur gelesen, noch nicht reingehört. Die CDs selber kommen in solchen Slim-Hüllen. Also, wo früher immer die CD-Singles eigentlich drin waren. Also, sehr schmucklos. Aber ich finde das immer noch besser in dieser Version, in so einer Box, als diese Big Boxes, finde ich. Das hier eigentlich schöner. Und dazu kam ja auch ein sehr umfangreiches und gut bebildertes und ausführlich beschriebenes Booklet über den ganzen Werdegang von Magnum mit wunderschönen Bildern aus ihrer Karriere, die verschiedenen Besetzungen, Veröffentlichungen, Werbung, Zeitungsausschnitte. Sehr gut gemacht, finde ich. Und das rundet diese 3 CD-Box eigentlich gut ab. Hier sind alle Veröffentlichungen nochmal aufgeführt. Finde ich sehr schön. Für 3 Euro diese wirklich schöne 3 CD-Box. Und das war es auch schon wieder für heute, für mein Video. Diesmal ein sehr schnelles Video, das 100. Video. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei allen Abonnenten für die Treue und ich hoffe, dass ich euch immer etwas Interessantes zeigen konnte bis jetzt und auch in Zukunft zeigen kann. Im nächsten Jahr haben sie ja viele gute Sachen angekündigt, neue Alben. Und ich wünsche euch auf alle Fälle schon mal ein schönes Weihnachtsfest. Lasst euch reichlich beschenken, am besten mit Vinyl und Zubehör. Und wir sehen uns dann irgendwann nach dem Fest wieder. Bis dahin. Cheers.